Dann die Frage nach der marxistischen Deutung der Reformation hier eine Rolle spielen soll. Dann war das eine Frage, die mir Herr Grubenheimer vor etwa einem Jahr stellte. Und ich habe vielleicht etwas schnell und nicht ganz gut bedacht dazu Ja gesagt. Und ich glaube, der eine oder andere macht von Ihnen auch die Erfahrung, dass man erst dann, wenn man an die Sache gehen muss, merkt, auf was man sich eingelassen hat. Insofern verstehe ich das, was ich zum Thema sagen kann, einerseits als eine provisorische, vorläufige, vielleicht für Diskussion anregende Antwort auf die Frage. Und zum anderen kann ich natürlich nicht verschweigen, dass ich selbst an den Forschungen und Debatten um die Sache beteiligt war und deshalb nur versuchen kann, aus meiner eigenen Sicht eine Antwort zu geben oder zu versuchen zu geben. Die Hinwendung von Historikern und Theologen in der DDR zur Geschichte der Reformation ist nicht nur aus der Tatsache zu erklären, dass damit gravierende historische Ereignisse in den Blick kommen. Zumindest ist auch dem Fakt geschuldet, dass das Territorium, auf dem 1949 die DDR entstand, seit Jahrhunderten von der lutherischen Reformation bzw. später dem Protestantismus geprägt wurde und sich hier auch viele für die reformatorischen Prozess bedeutsame Orte und Denkstätten befinden. Von Beginn an, deshalb erinnere ich hier an diesen Sachverhalt, wurden somit neben dem wissenschaftlichen Interesse auch kulturelle und politische Motive relevant. Sie können, wenn Sie wollen, deshalb das Thema auch unter dem Gesichtspunkt Deutungshoheit und Deutungsmacht verstehen. Ich will das im Einzelnen nicht jedes Mal sagen, wo dann die Frage vielleicht relevant wäre, aber wenn Sie ein bisschen mitdenken, werden Sie merken, dass ein solcher Zusammenhang denkbar ist. Ich möchte allerdings nicht zu sehr die Deutungsmachtfrage stellen, weil das dazu führt, dass man die konträren Sichten in den Vordergrund stellen müsste, weil ich vielmehr davon ausgehe, dass es sozusagen im Laufe der Jahrzehnte eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten gegeben hat, in denen eben nicht deutlich wurde, dass nur einer die Frage nach der Deutung stellte, zumal ich erinnere an unsere gestrige Diskussion, auch davon ausgehe, dass der Begriff der Deutung nicht nur auf die Interpretation von Texten, namentlich biblischen Texten, bezogen werden kann oder sollte, sondern wenn auch dann beispielsweise auf historiografische Strömungen, wie sie seit dem 19. Jahrhundert etwa relevant gewesen sind. Forschungen von marxistischen Historikern zu einschlägigen Themen galten dem ökonomischen, sozialen, kulturellen und geistigen Prozess in der Reformationszeit. Der marxistische Beitrag der Forschung erschließt sich aber nicht aus den speziellen Forschungsthemen, Untersuchung der Reformationsgeschichte einer Stadt oder einer einzelnen Persönlichkeit, sondern aus dem theoretischen Konzept Reformation und Bauernkrieg als deutsche frühe bürgerliche Revolution zu definieren. Die Frage nach der marxistischen Forschung von Reformation und Bauernkrieg ist deshalb zunächst unter diesem Aspekt zu betrachten und anschließend will ich dann auf das im Untertitel des Themas angegebene Exempel Thomas Münzer etwas näher eingehen. Ich muss also beginnen mit ein paar Bemerkungen zur Rezeptionsgeschichte. Der Hamburger Historiker Rainer Wohlfeil gab 1982 zu bedenken, ich zitiere ihn, die Bezeichnung Reformation zählt zu den historischen Grundbegriffen, die geschichtswissenschaftlich unverzichtbar, zugleich aber interpretationsbedürftig sind. Ihre wirklichen Bedeutungsfülle ist sich offenbar besonders die Literatur nicht bewusst, die sie benutzt, ohne ihr Begriffsverständnis darzulegen. Ein Offenlegen, immer noch Zitat, zumindest im Sinne einer konkreten historischen Inhaltsbestimmung, ist jedoch zu fordern angesichts der Spannbreite von Bedeutungsinhalten. Diese Spannweite zeigt sich ab, wenn man sich nicht mit dem Singular begnügt,
sondern respektiert, dass der reformatorische Prozess von konkurrierenden Bewegungen, also einer Mehrzahl, geprägt wurde. Doch es gab zu keiner Zeit einen Konsens, wie die Reformation definitorisch zu erfassen ist. Auch ihre Etikettierung als Revolution verweist auf eine lange Tradition und ist keineswegs eine Erfindung marxistischer Historiker. Ich verweise nur ganz summarisch auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel, für den, ein Zitat, die Reformation die Hauptrevolution ist, die Fahne, unter der wir dienen und die wir tragen. Andere Autoren, vor allem in der Vormärzzeit an, also nach Hegel, haben von der Urrevolution gesprochen, wenn sie die Reformation gemeint haben, und wollten damit nicht zuletzt andeuten, dass eine neue Revolution vonnöten sei, um das im 16. Jahrhundert Begonnene zu vollenden. Auch später haben Autoren einen Zusammenhang zwischen dem reformatorischen Prozess und dem Revolutionsthema betont. So gab 1879 Johannes Jansen vom katholischen Standpunkt dem zweiten Band seiner, das ist der Titel, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, den Titel Zustände des deutschen Volkes seit dem Beginn der politisch-kirchlichen Revolution bis zum Ausgang der sozialen Revolution von 1525. Also schon zwei Begriffe, die hier ins Spiel gebracht werden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ich überspringe aus Zeitgründen mal den Zwischenzeitraum, gab es offenbar zunächst keine unmittelbaren Anlässe, im Zusammenhang mit der Reformation über das Revolutionsthema nachzudenken. Vielleicht war die Ursache des Scheiterns vieler Forschungsströmungen angesichts der Nazi-Herrschaft und des Endes des Zweiten Weltkrieges einer der Gründe dafür. Aber die Interpretationen der Reformation wurden im Laufe der folgenden Jahre vielfältiger, aber nicht unbedingt erhellender, würde ich meinen. Winfried Becker zum Beispiel bezeichnete die Revolution als konfessionelle Revolution, Robert King in den USA als antiklerikale Revolution und Heinz Schäuble in der Bundesrepublik als konservative Revolution. Also Sie sehen schon, jeder arbeitet mit dem Revolutionsbegriff, aber jeder interpretiert ihn am Ende auch anders. Und um ein letztes Beispiel dieser Art zu nennen, der Berliner Theologe Kurt Viktor Selge präsentierte eine spezifische Charakterisierung Martin Luthers, indem er von ihm sagte, der theologische Reformer von 1517 verstand sich also 1520 als Werkzeug einer gottgewirkten Revolution, noch ein neuer Typ, der zu den anderen hinzutritt. Heute wird der Revolutionsbegriff allerdings primär durch den des sozialen Wandels ersetzt, und damit die Frage nach den systemsprengenden Wirkungen einer bestimmten Prozesssituation in den Hintergrund gerückt. Zu erinnern ist indes in unserem Zusammenhang an die damalige Situation der kirchengeschichtlich-theologischen, wenn nicht überhaupt der historischen Forschung. Als der Kirchenhistoriker Bernd Möller 1965 eine kritische Bilanz vorlegte, konstatierte er einerseits, dass in der Vernachlässigung des Reformationszeitalters durch die allgemeine historische Forschung eine allgemeine und grundsätzliche Unsicherheit unseres Verhältnisses zu dem durch die Reformation eingeleiteten Geschichtszusammenhang zum Ausdruck komme. Zum anderen, so Müller weiter, könne das Gesamtbild, das die theologische Forschung anbietet, nicht befriedigen, sodass vielleicht von einer Krise der theologischen Reformationsforschung in der Gegenwart 60er Jahre zu sprechen sei. Diese habe sich weitgehend auf die reformatorische Theologie konzentriert. In ihrem Gefolge ist uns nun aber vielfach die Reformation in ihrer geschichtlichen Qualität aus dem Blick geraten. Möllers Schlussfolgerung lautet, es müsste unternommen werden,
im vielfältigen Wahrnehmen und Abwägen der politischen, wirtschaftlich, sozialen, geistigen und geistlichen Gegebenheiten und Antriebe die große Linie und das Wechselspiel der Geschehnisse und ihre breiten und tiefen Dimensionen genauer als das früheren Historikergenerationen möglich war, aufzufassen. Da die theologisch-kirchliche Forschung sich überwiegend auf Martin Luther konzentrierte, wurde die Überwindung dieser Engführung relevant und daran konnten marxistische Historiker nicht vorbeisehen. Es durfte also kein Zufall gewesen sein, dass diese sich jetzt, also in den 50er, 60er Jahren, der Untersuchung reformatorischer Prozesse zuwandten. Wenn von der marxistischen Deutung der Reformation die Rede ist, zielt das im Verständnis der marxistischen Geschichtstheorie auf die Erklärung historischer Prozesse als Abfolge von Gesellschaftsformationen, in denen Klassenkämpfe und Revolutionen den gesellschaftlichen Fortschritt stimulieren. Auf diesen kurzen Satz will ich es reduzieren, sonst müsste man einen eigenen Vortrag daraus machen. In diesem Sinne wurden in der Folgezeit die Ereignisse und Prozesse, die für die Zeit von 1517 bis 1525 charakteristisch waren, als die innovative Phase der Reformation und Bauernkriegszeit verstanden, die zu einer frühen Form einer bürgerlichen Revolution führten und als solche definiert wurden. So ist 1952 bei dem marxistischen Historiker Alfred Meusel zu lesen. Sein Buch Thomas Münzer und seine Zeit ist wahrscheinlich schon in der englischen Emigrationszeit entstanden, aber erst einige Jahre später in Berlin gedruckt wurden. Also dort ist zu lesen, dass Reformation und Bauernkrieg zwei Etappen innerhalb einer und derselben Bewegung bilden. In den Jahren 1517 bis 1525 erlebt das deutsche Volk eine frühfröhliche Revolution. Das ist seine These. Mit dem Konzept wird die Auffassung vertreten, dass zwischen Reformation und Bauernkrieg enge Wechselwirkungen bestanden. Sie werden heute noch in die Literatur hineinschauen können und finden, dass ein solcher Zusammenhang oft nur am Rande eine Rolle spielt oder generell negiert wird. Man spricht über die Reformation und mit einer Seitenanmerkung kommt dann der Bauernkrieg mal ins Gespräch oder auch umgekehrt. Selbstverständlich wiesen beide, also Reformation und Bauernkrieg, ihr eigenes Profil auf. Auch erfasste der Bauernkrieg nicht alle Regionen, in denen die Reformation Fuß fasste. Und umgekehrt sind bäuerliche und städtische Aufstände auch für Regionen charakteristisch, in denen keine oder nur schwache reformatorische Einflüsse wahrzunehmen sind. Strittig sind allerdings nicht wechselseitige Beziehungen und Beeinflussungen, sondern die Frage, inwiefern beide Ereigniskomplexe eine revolutionäre Qualität auszeichnen. Die folgenden Gesichtspunkte dürften aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang von Interesse sein. Erstens, die Interpretation des Evangeliums im reformatorischen Geist wurde von unterschiedlichen Schichten rezipiert, auch von den Aufständischen während der Erhebung der Jahre 1524-25, kulminierend in der Legitimierung der Forderungen der Aufständischen und deren Aktionen mit dem göttlichen Recht. Zweitens, das von Luther propagierte Gemeindeprinzip förderte die Mobilisierung der Aufständischen. Die Gemeinde der Gläubigen sollte Recht und Macht haben, Prediger selbst zu wählen oder zu entheben. Das eröffnete die Perspektive, das eigenständige Handeln der Dorf- und Stadtgemeinden zu stärken und ihre Ansprüche mit dem Evangelium zu rechtfertigen. Drittens, die Aufständischen beriefen sich auf die von Luther vertretene Idee christlicher Freiheit. Er meinte damit die Befreiung von päpstlichem Glaubenszwang, weil die Gewissen nur Gott verpflichtet seien. Aber christliche Freiheit musste sich nicht in diesem Verständnis erschöpfen. Und so gewann das Schlagwort auch eine soziale und politische Dimension
in der bäuerlichen und städtischen Aufstandsbewegung. Luther wies solche Interpretationen zurück. Für die Aufständischen war es jedoch eine populäre Losung, die ihren Anspruch auf ökonomische Entlastung, Aufwertung ihrer sozialen Stellung und politische Partizipation legitimieren konnte. Viertens, die Berufung auf das göttliche Recht ermöglichte, die von regionalen Interessen bestimmten Erhebungen aus ihrer Begrenztheit zu lösen, denn auf diese Weise erhielten die regionalen Aufstände ein allgemeines Fundament. Der Bauernkrieg hätte sonst wohl nicht die Dimensionen angenommen, die ihn auszeichnen. Und fünftens, reformatorische Anliegen wurden von Bauern und Städtebürgern bzw. Dorf- und Stadtgemeinden aufgegriffen. Aktionen richteten sich folglich gegen altgläubige Geistliche, Mönche und Nonnen, gegen Klöster oder geistliche Landes- und Stadtherren. Die reformatorische Bewegung erlangte auf diese Weise während des Bauernkriegs eine breitere soziale Basis, nachdem sie in ihrer frühen Phase überwiegend in größeren Städten und in Adelskreisen Resonanz gefunden hatte. Im Unterschied zu älteren Interpretationen wird folglich der Revolutionsbegriff hier nicht für die Reformation oder den Bauernkrieg, das ist oft geschehen, sondern für beide Ereigniskomplexe gleichermaßen in Anspruch genommen, weil von ihnen systemsprengende Wirkungen ausgingen. Die tradierte kirchliche und teils auch die weltliche Ordnung wurden in Frage gestellt und der Versuch unternommen, die gesellschaftlichen Beziehungen und die sie absichernde Kirche neu zu gestalten. Worin sich das widerspiegelt, sei nur mit einigen Stichworten angedeutet. Freie und unverfälschte Predigt des Evangeliums und der Pfarrerwahl, Respektierung der Normen des Evangeliums im täglichen Leben, Beseitigung oder Einschränkung des privilegierten Status von Geistlichkeit und Adel, Aufhebung von Klöstern, Säkularisierung kirchlichen Besitzes, Einschränkung des Geltungsbereichs des geistlichen Rechts, Ausweitung der Berechtigungen von Dorf- und Stadtgemeinden, soziale Entlastung und politische Partizipation des gemeinen Mannes, Gründung christlicher Vereinigungen, Synchronisierung von Ehre Gottes und gemeinem Nutzen. Also in Frage gestellt wurden generell oder partiell die Gesellschaftseigentums- und Rechtsordnung, und das kann man wohl schon als systemsprengend verstehen. Mit der Charakterisierung dieser Revolution, ich bin immer noch bei dem marxistischen Konzept, als bürgerlich ist beabsichtigt, den Revolutionsbegriff sozial zu profilieren. In der reformatorischen Bewegung wurden zwar unterschiedliche soziale Kräfte aktiv, aber vor allem städtische Schichten nahmen zuerst reformatorische Lehren und Forderungen an und in vielen Kommunen wurden praktische Konsequenzen daraus gezogen. Im Verlauf des Bauernkrieges wurden dann neben städtischen Schichten auch der gemeine Mann in den Dorfgemeinden aktiv und ländliche Gemeinden in den reformatorischen Prozess integriert. Die Folge war in manchen Regionen des Reichs eine Verbürgerlichung des Kirchenwesens und eine Stärkung des Einflusses der Gemeinden. So wurde gleichsam das Tor zu einer neuzeitlichen bürgerlichen Gesellschaft aufgestoßen. Wenn man aber an das Tor aufstößt, ist man noch nicht in der Sache drin. Das präzisierende frühe bürgerliche Revolutionen berücksichtigt im Vergleich mit späteren Revolutionen die spezifischen Bedingungen, unter denen diese Prozesse sich vollzogen. Zum einen existierte noch keine säkularisierte Gesellschaft, sodass die Bewegungen in das religiöse Milieu eingebunden blieben und mit der Dominanz des Kirchenwesens konfrontiert wurden. Zum anderen handelt es sich um den Beginn eines Transformationsprozesses von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft, was Problemlösungen noch limitierte. Dieser Prozess wurde also eingeleitet, mehr nicht, und es bedurfte später weiterer Anstöße, um eine bürgerliche Gesellschaft zu konsolidieren.
Gegen dieses Konzept wurden zahlreiche Einwände vorgetragen. Gelegentlich aber auch anerkannt, dass es sich um einen Versuch handelt, das Revolutionsproblem in seiner Bedeutung für die Epoche der frühen Neuzeit terminologisch zu erfassen. Das war, so schrieb damals Peter Blickle, zu der Zeit Professor in Saarbrücken, später in Basel, das war also, so seine Worte, eine Herausforderung, einen neuen interpretatorischen Gesamtentwurf zu liefern und nicht mit dem Vorwurf mangelnder empirischer Absicherung des Konzepts der frühen Revolution den eigenen Positivismus schon für Erkenntnis zu halten. Gottfried Sebers, ein Heidelberger Theologe, urteilte, auf ihn will ich zitieren, erst durch die intensivierte historische Forschung und die stärkere Verflechtung von historischer und kirchenhistorischer Arbeit wurden seit dem Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts die bis dahin prägenden und noch immer von der Fragestellung und Beurteilung des 19. Jahrhunderts bestimmten Konzeptionen durch andere abgelöst. Zum Beleg verweist er auf die wachsende Verbindung zwischen historischer und kirchenhistorischer Forschung, die ein sozialgeschichtliches Verständnis der Reformation ermöglichte, zweitens auf die Interpretation der Reformation als Revolution, drittens auf die Deutung der Reformation als Phase der Konfessionalisierung und viertens auf die Reformation als Gemeindereformation und fünftens auf die Beziehung zwischen Reformation und Antiklerikalismus. Sie sehen also, es stehen ganz unterschiedliche Konzepte in der Diskussion nebeneinander. So war es zum Beispiel auffällig, dass während des Kongresses aus Anlass des 45. Geburtstags Ulrich Zwinglis 1984 in der Schweiz zum Thema die Reformation, eine Epochenwende, verschiedene Versionen vorgetragen wurden. Heiko Obermann referierte über die Reformation als theologische Revolution, Stephen Osmond über die Reformation als intellektuelle Revolution und ich war gebeten worden, über Reformation als Frührevolution meine Meinung vorzutragen. Hier zeichnet sich deutlich ab, dass der Revolutionsbegriff inhaltlich unterschiedlich aufgefüllt wurde, aber auch, dass das Revolutionsthema relevant blieb. Ich werde darauf am Schluss noch einmal zurückkommen, nachdem ich zunächst erst nun dem exemplarischen Exempel Thomas Münzer kurz nachgehen möchte. So wie ich vorhin angedeutet habe, dass der Revolutionsbegriff zumindest seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts relevant war, aber auch Wandlung erfahren hat, kann man das gleichermaßen für das Münzerbild sagen. Da liegen die Wurzeln vielleicht noch früher. Martin Luther schrieb am 24. Januar 1528 an Georg Spalatin: Munzeri spiritus nun desinit spirare. Münzers Geist ist noch nicht ausgerottet. Das war nachdem er schon hingerichtet worden war. Diese von Besorgnis diktierte Warnung zitierten später wiederholt Theologen und Historiker, wenn sie Münzers Geist zu ihrer Zeit noch zu spüren vermeinten. So zum Beispiel 1621 Johann Scheelhammer in seiner Auseinandersetzung mit der Lehre Valentin Weigels. Scheelhammer urteilte: Darum hohe Potentaten auf solche Weigelbrüder wohl ein Acht haben mögen, dass sie nicht mit Thomas Münzers Panier sich dafür tun. Was Luther hier vorgab, haben im Verlauf des 16., 17., auch noch des beginnenden 8. Jahrhundert viele Historiker und Theologen aufgegriffen und zitiert und blieb lange Zeit gleichermaßen der Leitfaden, an dem er sich fortarbeitete, um Münzer negativ vorzustellen. Durch die Französische Revolution wurde zwar ein allmählicher Wandel zu einem sachlicheren Bild hin angeregt, aber ein eigentlicher Durchbruch noch nicht vollzogen. Für das marxistische Münzerbild wurde selbstverständlich, was Friedrich Engels 1850 in seiner Schrift Der Deutsche Bauernkrieg niederschrieb. Für ihn war er der plebejische Revolutionär, und diese Vorstellung wurde bald, also
nach 1945 meine ich damit, zum Allgemeingut, der zu, also, Entschuldigung, natürlich auch schon zu Engelszeiten, aber bis nach 1945, zum Allgemeingut der sozialistischen Bewegung, und seine theologische Lehre trat damit ganz in den Hintergrund. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt angesichts der Verunsicherung durch den verlorenen Krieg einerseits, die Revolution in Russland 1917 und in Deutschland 1918 andererseits, die Münzerforschung neuen Auftrieb. So plädiert der Philosoph Ernst Bloch 1921 mit seiner Schrift Thomas Münzer als Theologe der Revolution für eine andere Sicht, indem er eine Kategorie seiner Philosophie ins Spiel brachte, nämlich den Terminus noch nicht sein, und Münzer war für ihn ein Exempel dafür, was gedacht wurde, aber noch nicht Realität war, aber zur konkreten Utopie werden konnte. Das ist so die Kurzfassung dessen, was man bei Bloch nachlesen kann. Auf die Schrift von Bloch, aber auch andere, nämlich die des Publizisten Hugo Ball und Ludwig von Gerdell, reagierten zuerst Vertreter der Lutherrenaissance in den 20er Jahren. Der Historiker Heinrich Böhmer urteilte 1923, so bemühen sich jetzt Bolschewisten, religiös-soziale, religiöse Anarchisten und andere Urchristen, die sich sonst wenig mögen, einträchtiglich das Volk zu belehren, dass es ganze 400 Jahre hindurch Erde gegangen und noch in Versailles dafür zu büßen haben müssen, und zwar mit Recht, dass sein größten Propheten Thomas Münzer einst von sich gestoßen habe. Zu dieser Zeit legte der Theologe Karl Holl erstmals eine solide Würdigung von Münzers Theologie vor, und Böhmer urteilte etwa zur gleichen Zeit selbst dann, Münzer sei nächst Luther der selbstständigste und originellste Denker seiner Zeit gewesen. Also man sieht, wie allmählich das Umdenken sich in Schriftlichkeit niederschlug. Bloch, Böhmer und Holl gaben dem Münzerbild ein neues Profil, und zwar hinsichtlich der philosophischen Interpretation, biografischen Erschließung und theologischen Würdigung. Und in die Debatte kam zudem die Frage nach der Bedeutung der Apokalyptik, des Chiliasmus und der Mystik für Münzers Theologie. Die Zeit der simplen Polemik war offenbar Vergangenheit, aber ein Objekt der weltanschaulich-ideologischen Dispute ist er trotzdem geblieben. Das war die Situation, mit der sich nach dem Zweiten Weltkrieg marxistische Historiker konfrontiert sahen. Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg, damit komme ich zu dem, was für die Zukunft von Bedeutung war, wurden stark von der gesellschaftlich-politischen Situation beeinflusst, nämlich von der Gründung und Existenz von zwei deutschen Staaten mit konträren weltanschaulichen Grundlagen, ihrem differierenden Geschichts- und Traditionsverständnis und das eingebettet in die Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West. Die Folge war, dass unterschiedliche Münzerbilder konkurrierten. Der Leipziger Theologe Helmer Junkanz hat 1989 in einem Vortrag zum Thema der Wandel des Münzerbildes in der DDR von 1951, 52 bis 89 darauf hingewiesen, dass es in der DDR zu keiner Zeit nur ein Münzerbild gegeben habe, sondern immer mehrere, ja sogar unterschiedliche marxistische nebeneinander. Das ist zutreffend, denn mit Münzer beschäftigen sich künftig marxistische und nicht marxistische Historiker ebenso wie Theologen und Kirchenhistoriker. Während letztere an die bisherige reformationsgeschichtliche Forschung anknüpfen konnten, bedurfte es allerdings eines längeren Anlaufs, ehe eine eigenständige marxistische Forschung möglich wurde. Es gab ja keine marxistische Reformationsforschung vor 1945. Deshalb erfolgte zunächst vor allem der Rückgriff auf Friedrich Engels, und da dieser sich auf Wilhelm Zimmermann berief, wurde dessen Bauernkriegs- und Münzerdarstellung eine viel benutzte Lektüre in den künftigen Jahren. Im Jahr 1952 erschienen dann mehrere Publikationen
die sich Münster auf unterschiedliche Weise näherten. Zwei wirkten Nachhalt und zeigten eine neue Phase der Münsterforschung an. Zum einen legte der Historiker Karl Hinrichs, damals noch in Halle, aber kurze Zeit später an die FU nach West-Berlin gewechselt, eine Untersuchung zum Thema Luther und Münster, ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstand vor. Und zum anderen wurde das Buch des sowjetischen Historikers Moisej Mendelejewitsch Smirin, Die Volksreformation des Thomas Münzer und der Große Bauernkrieg, zuerst 1952 in einer deutschen Übersetzung und 1956 in einer verbesserten Auflage publiziert. Man kann also sagen, dass diese beiden Schriften für längere Zeit das Bild bestimmten und, wenn auch oftmals verspätet, die weitere Forschung anregten. Die Historiker, die von Engels betonte Konfrontation von Luther und Münzer tratierten, sahen Theologen und Kirchenhistoriker sich herausgefordert. Der Theologe Siegfried Breuer hat die Situation meines Erachtens zutreffend beschrieben, nämlich zugespitzt formuliert, schreibt er, kann man sagen, dass die Anfänge der theologischen Münsterforschung nach 1945 nicht aus eigenem Antrieb entstanden sind. Die Auseinandersetzung mit diesem Gegner Luthers ist den Kirchenhistorikern zunächst durch das starke Interesse marxistischer Kluzistenhistoriker von Münster aufgenötigt worden. Evangelische Kirchenhistoriker begannen also, so Helmer Junghans, die marxistische Münzerdarstellung zu hinterfragen. Sie begaben sich damit auf den Weg, den Böhmer 1922 als Reaktion auf das Münsterbuch von Bloch eingeschlagen hatte, nämlich die Erforschung historischer Fakten und eine auf die Geschichte Situation bezogene Quelleninterpretation, um die sozialistische Münsterinterpretation zu widerlegen. Ein erstes Ergebnis dieser marxistischen Bemühungen waren 1960 veröffentlichte Thesen, die frühe Revolution in Deutschland. Münzers Lehre wird hier, angelehnt an das Bild, das bei Smirin etwa nachzulesen war, als Ausdruck der konsequentesten Volksreformation bezeichnet. Münzers Lehre, so die Thesen weiter, beeinflusste die revolutionären Bauern und Plebejer im ganzen Aufstandsgebiet. In allen Bauernlagern fanden sich seine Anhänger, die für ein kompromissloses Vorgehen gegen die Feudalherren und für die Einheit der zerrissenen deutschen Heimat eintraten. Mit der Hinrichtung Münzers verlor die Frührevolution ihren hervorragenden Führer, seine Anhänger aber versuchten noch ein gutes Jahrzehnt für die Sache der Volksreformation zu wirken. Seine Ideologie, so weiter in diesen Thesen, erweise sich als Vorform der proletarischen Klassenideologie. Münzer überspringt gleichsam seine Zeit und weist den Weg zu einer damals undurchführbaren, aber in der Zukunft allein richtigen Lösung. Nahegelegt wird hier also immer noch eine säkularisierte Sicht. Und zudem wird Münzers Einfluss während des Bauernkrieges geschichtlich maßlos überschätzt. Nach der Veröffentlichung dieser Thesen wäre zu erwarten gewesen, dass eine intensive Forschung einsetzte. Das war jedoch nicht der Fall. Exemplarisch nenne ich nur die Publikation von Manfred Benzing, damals in Leipzig tätig, der sich zunächst der Frühzeit Münzers zuwandte und 1962 eine Dissertation zum Thema Thomas Münzer und Thüringer Aufstand 1525 vorlegte, die aber dann als 66 gedruckt einzusehen war. Damit lag erstmals eine quellenfundierte Darstellung der Bauernkriegsphase in Thüringen vor und der Rolle, die Münzer in diesem Zeitraum dort spielte. Über Münzer urteilte Benzing, er war der von messianischem Sendungsbewusstsein erfüllte, einen idealen Weltzustand kühn vorausahnende religiös-philosophische Denker und der soziale Revolutionär,
der im einfachen Volk den Willensvollstrecker des göttlichen Gesetzes in dieser Welt war und deshalb in den sozialen und politischen Kämpfen seiner Zeit den ersten praktischen Schritt zum emanzipierten Zustand menschlicher Freiheit und Gleichheit erblickte. Zur Kenntnis also hier, denke ich, das Bemühen um ein theologisches Verständnis Münzers, das aber dann unvermittelt in eine säkularisierte Schicht umschlägt. Angeregt wurde dadurch allerdings die Diskussion über das Wechselverhältnis von Theologie und Revolution, von theologischem Denken und gesellschaftlichem Handeln, bis zuerst Ernst Bloch 1921 ins Spiel gebracht hatte. Nicht nur marxistische Historiker wandten sich dem Thema jetzt zu, sondern auch Historiker und Theologen in der Bundesrepublik wie Thomas Lippertey, Hans-Jürgen Götz, Michael Müller, Gottfried Maron und Reinhard Schwarz, wobei jeder allerdings zu einer eigenen spezifischen Antwort fand. Indem marxistische Historiker sich nun stärker bemühten, den revolutionären Gehalt von Münzers Lehre aus den Quellen zu erschließen und Historiker und Theologen die Frage nach dem Revolutionären bei Münzer als legitimes wissenschaftliches Anliegen akzeptierten, zeichnete sich erstmals eine Annäherung der Fragestellungen und die Möglichkeit ab, die Konfrontation zu überwinden und eine Brücke zu schlagen, die den produktiven wissenschaftlichen Austausch ermöglichte. Der Hamburger evangelische Theologe Bernhard Lohse hat 1991 in einem Überblick zur neueren Münzerforschung den Annäherungsprozess nachgezeichnet und darauf hingewiesen, wörtlich: Es sollte auch heute nicht vergessen werden, dass die Ansätze dieser langsam wachsenden Gemeinsamkeit bereits in den 70er Jahren deutlich hervortraten. Der Weg zum Dialog war allerdings nicht geradlinig. Als der Kirchenhistoriker Walter Elliger 1975 eine umfängliche Münzerbiografie vorlegte, zeugte diese nicht von der Bereitschaft zum Dialog. Elliger beschäftigte sich seit den 50er Jahren mit Münzer und legte mehrere kleinere Veröffentlichungen zunächst nur vor. Die Biografie war also langfristig vorbereitet und erhob mit ihrem Umfang von 842 Seiten schon äußerlich den Anspruch eines gewichtigen Werks. Ein Blick in das Buch belehrt indes den Leser, dass es sich nicht um eine Antikonzeption handelt, gerichtet nicht zuletzt gegen die marxistische Interpretation Münzers. Ein Schüler Elligers hat später berichtet, dieser, also Elliger, habe im Seminar Thomas Münzer als Theologen erweisen wollen, um ihn nicht den Marxisten zu überlassen. Das war auch noch die Absicht seines späteren Münzerbuches. Ich, also der Berichterstatter hier, hatte dagegen die Absicht vertreten, ein derartig wirrer Geist wie Münzer, der sich und so viele Menschen ins Unglück gestürzt hatte, könne getrost den Marxisten überlassen bleiben, wenn die einen solchen Ahnherrn denn überhaupt haben wollten. Das war im Grunde nichts anderes als das Bild Münzers aus dem 16. und 17. Jahrhundert, was hier nachgewählt worden ist. Da Elliger besonders gegen die Auffassung Bensings polemisierte, reagierte dieser: Der Leser habe sich auf eine Stufe der Münzbauernkriegsdarstellung zurückversetzt, die er in den 70er Jahren unseres Jahrhunderts überwinden wähnte. Diese Biografie wurde auch nicht im Sinne von Ira et Studio verfasst, wie Elliger selbst im Vorwort ankündigte, und ich zitiere noch einmal Siegfried Breuer, der sein Urteil zusammenfasste, dass das Buch bei allen Bemühen um ein theologisches Münzerverständnis aus einer Hassliebe heraus geschrieben ist. Seit den 60er Jahren fand Münzer in wachsendem Maß auch internationale Beachtung. In Großbritannien, in den USA, aber auch in Dänemark, Frankreich, Italien und selbst in Japan, sodass erstmals von einer internationalen Münzerforschung die Rede sein kann. Neu war zudem, dass jetzt auch Literatur- und Sprachwissenschaftler, Philosophiehistoriker,
und bald auch Politikwissenschaftlern einzelne Aspekte untersuchten und damit das Bild bereicherten. Seit den 70er Jahren erhielt die Forschung neue Impulse, vor allem angesichts der anstehenden Jahrestage. 450. Jahrestag des Bauernkriegs 1975, 500. Geburtstag Luthers 1983, vermeintlicher 500. Geburtstag Münzers 1989. In dieser Phase wurden die Begegnungen von Theologen und Historikern intensiver und die internationalen Kontakte weiteten sich aus. Die Folge war, dass in einer Atmosphäre wachsenden Vertrauens sich der Dialog nun versachlichte. Das sich wandelnde Verhältnis der evangelischen Kirchen in der DDR zu Münzer belege Studienseminare, deren Vorträge unter dem Titel Thomas Münzer, Anfragen an Theologie und Kirche, publiziert wurden. Der Theologe Rudolf Mau urteilte rückblickend, es sei der Versuch gewesen, Münzer in der evangelischen Kirche zur Kenntnis zu nehmen und bekannt zu machen. Dabei spiele der Gedanke angesichts des damaligen Gedenkjahres der marxistischen Inanspruchnahme Münzers durch genaue Nachfrage bei den Quellen kritisch begegnen zu können eine wichtige Rolle. Aber schon damals, immer noch bei Rudolf Mau, ging es nicht nur um Apologetik, sondern auch um den Versuch herauszufinden, was dieser höchst umstrittene und streitbare Theologe und Prediger der frühen Reformationsgeschichte der Kirche heute zu sagen haben könnte. Die Forschungen wurden in dieser Phase erheblich intensiviert. Marxistische Historiker wie auch Theologen waren gleichermaßen bemüht, Münzers Leben und Wirken sowie seine Lehre aus den Quellen zu erschließen. Wenn ich ein Bild wählen darf, dann waren sie gleichsam Restauratoren, die Staubschichten und Übermalungen abzutragen hatten, um das Original wieder kenntlich zu machen. Es würde zu weit führen, jetzt die vielfältigen Bemühungen und die Themenbereiche vorzuführen, die in Hinsicht auf das Jahr 1989 hin dann schon ins Zentrum treiben. Erwähnen will ich nur, dass der Bund der evangelischen Kirchen in der DDR bereits 1984 eine Arbeitsgruppe Thomas Münzer berief, die eine Orientierungshilfe zum Gedenken des 500. Geburtstages von Thomas Münzer erarbeitete. Dort heißt es, Thomas Münzer ist in dem Bemühen, das Evangelium Jesu Christi neu zur Geltung zu bringen, einer der profilierten Theologen der Reformationszeit gewesen. Er ist der Auseinandersetzung mit Luther nicht ausgewichen. Damals sind seine Theologie und sein Handeln verworfen worden. Gerade so aber ist Münzer einer der Exponenten revolutionärer Traditionen des 16. Jahrhunderts geblieben. Revolutionäre Traditionen, sagt hier die evangelische Kirche. Daraus wurden Aufgaben abgeleitet, die lauten in diesem Orientierungshilfe, da die außerkirchliche Münzerrezeption in der DDR eine besondere Bedeutung hat, müssen die evangelischen Kirchen entsprechend dem neuesten Stand der Forschung gesprächsbereit sein und Möglichkeiten zu einem Dialog wahrnehmen. Das Pendant dazu waren 1988 publizierte Thesen aus marxistischer Sicht. Die historische Leistung Münzers wird hier wie folgt beschrieben. Am Beginn einer Epoche gesellschaftlicher Umwälzungen, die durch den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus gezeichnet war, erstrebte er auf der Grundlage eines revolutionären Verständnisses christlicher Lehren eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft im Interesse der Ausgebeuteten und Geknechteten. Er entwickelte eine Theologie der Revolution mit dem Ziel, jeglicher Klassenherrschaft zu überwinden. Er erkannte im einfachen Volk den Träger und in der revolutionären Gewalt das Mittel dieser Umsetzung. In diesen Thesen, ich zitiere noch einmal Rudolf Mau, spiegelt sich nicht nur in der Wortwahl eine Präzisierung, sondern eine beträchtliche Veränderung, ja in Fragestellung des bisher gewohnten Münzerbildes bis in den Bereich fundamentaler Aussagen. Zweifellos
differierten die Standpunkte marxistischer Historiker und evangelischer Theologen weiterhin. Doch wissenschaftliche Veranstaltungen trugen dem Dialoggedanken Rechnung und repräsentative Ausstellungen präsentierten ein versachlichtes Bild. Nachdem evangelische Theologen und marxistische Historiker sich bereits seit einigen Jahren in Expertengesprächen getroffen hatten und versammelten, nahmen zum Beispiel an der wissenschaftlichen Konferenz in Halle Theologen und Historiker aus mehreren europäischen Ländern und den USA teil und umgekehrt waren marxistische Historiker zur Tagung des Theologischen Arbeitskreises Formationsgeschichte Forschung im Augustinerkloster in Affen geraten. Das sind nur Beispiele, was sich damals alles vollzog. Besonders auffällig war aus diesem Gedenkanlass natürlich das Interesse an biografischen Darstellungen Münzers. Es sind 6 oder 7, die in diesem Jahr 1989 oder 88, 89 erschienen sind. Den damit erreichten Erkenntnisstand hat nur noch einmal Rudolf Mau dieser in den Worten umschrieben: In jüngster Zeit gab es nun allerdings beachtliche Neuansätze bei der Sichtweise und Urteilsbildung auf beiden Seiten. Marxistische Historiker nehmen in ganz anderer Weise als früher zur Kenntnis, dass Reformationsgeschichte Vorgänge als fundamentale Auseinandersetzung über Glaubensfragen verstanden werden müssen. Auf theologischer Seite kommen zum Teil wenig beachtete Gesichtspunkte wie der sozialgeschichtliche Aspekt oder die Wirkungsgeschichte von Glaubensentscheidungen ins Gespräch, das heißt aber Fragestellungen, die für die Marxisten besonders wichtig sind, stärker zur Geltung kommen. Ich komme allmählich zum Schluss, indem ich auf die Eingangsfrage nach der marxistischen Deutung der Reformation aus heutiger Sicht zurückkommen möchte. Eine abschließende Antwort muss, ich habe das eingangs angedeutet, fragmentarisch bleiben, denn ein definitives Urteil erfordert die einschlägigen empirischen Untersuchungen eingehender zu befragen, was nicht die Aufgabe meines Beitrags sein konnte. Auch kann ein Urteil nicht an der Tatsache vorbeigehen, dass die Situation sich seit 1989 grundlegend verändert hat. Realistisch beschreibt der Leipziger Sozialhistoriker Helmut Breuer die veränderte Situation. Ich zitiere ihn. Mit dem Jahr 1989 verschwand der Begriff Revolution aus der Diskussion, zügig und ohne Lärm. Heute gewinnt man den Eindruck, als habe es sie nie gegeben. War diese mit dem Konzept der deutschen Revolution verbundene Form der Suche nach einer Erklärung für die Phänomene des Beginns der Neuzeit ein wissenschaftlicher Irrweg? Sind die hinter ihm stehenden theoretischen Erwägungen samt und sonders mit wissenschaftlichen Mitteln Absurdum geführt worden? Oder handelt es sich um die Befreiung der Theologie und Kirchengeschichte dieses Zeitraums von gesellschaftlichen Einbindungen? Vielleicht haben auch gesellschafts- und oder machtpolitische Entscheidungen den wissenschaftlichen Diskurs abgeschnitten. So Helmut Breuer. Man könnte natürlich jetzt wieder die Frage nach der Deutungshoheit annehmen, ob sich damit auch hier eine grundlegend andere Situation, wenn es sich der Kräfte, die gegeben waren, zu interpretieren, abzeichnen. Die Diskussion ist nicht abgebrochen, weil das wissenschaftliche Potenzial erschöpft war, sondern weil mit der politischen Entwicklung auch die wissenschaftlichen Strukturen und Interessen sich verändern. Auf diesen Fakt zielt das Urteil von Peter Blickle, in dem er schreibt, heute freilich hat das Konzept der frühen Revolution wegen des Zusammenbruchs des Staatssozialismus jede Attraktivität verloren. Für Dekonstruktivisten wird es noch interessant im Zuge der Analyse von Staatslügen. Der Schweizer Historiker Lorenz Müller hat das Dilemma bündig auf den Nenner gebracht, indem er schreibt, mit der Umwandlung und Abwicklung der geschichtswissenschaftlichen Institutionen
und dem Versagen verschiedener verschiedener staatlicher Geldquellen wurde der Lebensnerv der frühen Revolution durchtrennt. Wie das Ergebnis der Diskussionen zu bilanzieren ist, will ich zunächst mit einigen Stimmen aus nicht-marxistischer Sicht belegen. Ein kurzes Resümee der Historikerin Luise Schornschütte von 1986 lautet: Das Deutungsmuster von der Reformation als frühe Revolution hat die europäische und die nordamerikanische Reformationsforschung der letzten 25 Jahre beständig in Bewegung gehalten. Die Fülle der durch die marxistische Herausforderung entstandenen Einzelforschungen hat den Kenntnisstand zur sozialen, wirtschaftlichen und theologischen Fundierung der Reformation erheblich gesteigert. Ein großer Ertrag ist zweifellos vorhanden, wobei nicht vergessen werden sollte, dass das Konzept der Frührevolution Teil des universalistischen Geschichtsverständnisses des historischen Materialismus ist, der sich als Weltanschauung versteht und deshalb nur eine begrenzte Diskussionsfähigkeit aufzubringen bereit ist. Im letzten Satz, wenig Diskussionsbereitschaft, kann man allerdings entgegenhalten, dass gerade Diskussion in diesen Jahrzehnten ein Mittel war, um das Konzept auszuformen. In diesem Prozess entwickelte sich, so noch einmal Gottfried Sebers 1997, also in diesem Prozess entwickelte sich das marxistische Bild der Reformation zu einer die ideologischen Fesseln sehr behutsam und allmählich lösenden, in gleichem Maß aber wissenschaftlich ernsthaft zu diskutierenden Gesamtinterpretation der Reformation im weiteren Zusammenhang der europäischen Revolutionsgeschichte. Dem entsprach die Reaktion der wissenschaftlichen, der westlichen Forschung, die sich von diskussionsloser Ablehnung über argumentierende Diskussion zum Ernstnehmen der damit bestehenden Herausforderung entwickelte. Auf die Resonanz des Konzepts in der westdeutschen, westeuropäischen, nordamerikanischen Forschung haben auch andere Historiker und Theologen hingewiesen. Ich will deshalb nur noch eine Stimme, zwar noch einmal Peter Pickle hier zitieren, für den es unstrittig ist, dass mit diesem Konzept verkrustete und verhärtete, durch Gesamtdarstellungen und Handbücher kanonisierte Auffassungen überprüft, hinterfragt und kritisch betrachtet werden konnten und sollten. Konkreter urteilt er an anderer Stelle, die marxistische Forschung der DDR habe mit der Figur der Frühen Revolution einen reflektierten Revolutionsbegriff zur Anwendung gebracht. Sein innovatorisches Potenzial lag darin, dass in ihm Bauernkrieg und Reformation begrifflich zusammengefasst waren, und zwar in der Weise, dass die Reformation als soziologischer Ausdruck der Klassengegensätze in der Gesellschaft erscheinen konnte. Die zitierten Meinungen kann man so verstehen, dass das marxistische Konzept eine Herausforderung war, weil es zur Prüfung des traditionellen Reformationsbildes veranlasste, damit aber seinen Zweck erfüllte. So könnte man sich mit der Feststellung begnügen, dass mit der kritischen Diskussion des Konzepts zwar Historiografiegeschichte geschrieben wurde, aber für die Zukunft nicht vorauszusehen war, wie diese Diskussion weiter geführt werden sollte. Knapp formuliert kann man festhalten: Erstens wurde eine einseitig geistes- und politikgeschichtlich orientierte Darstellung der Reformationsgeschichte überwunden und eine stärker sozialgeschichtliche Untersuchung relevanter Prozesse angestoßen. Zweitens wurden die Wechselbeziehungen von Religion und Theologie und Gesellschaft zu einem Thema, das Historiker und Theologen stärker gleichermaßen beschäftigte und zur Profilierung des Reformationsbildes beitrug. Drittens wurde die Konfliktforschung an gewichtigen Ereigniskomplexen wie Reformation und Bauernkrieg exemplifiziert. Viertens wurde das Nachfragen nach alternativen Gesellschaftskonzepten befördert. Die empirische Forschung ist damit aber herausgefordert, ihre Ergebnisse wieder stärker theoretisch-konzeptionell zu verarbeiten. Wenn ich nun zum Schluss noch einen kurzen Rückblick
auf das Münzerbild hier anhänge, dann soll das letzte Wort für heute zu dem Unterthema meines Beitrags sein. Erstens, Rudolf Maurer urteilte mit dem Blick auf die Situation um das Jahr 1989, es zeichnet sich nicht nur eine Präzisierung ab, sondern eine beträchtliche Veränderung der Infragestellung des bisher gewohnten Münzerbildes bis in den Bereich fundamentaler Aussagen. Ich habe das vorhin schon zitiert, wiederhole es mit Absicht nochmal. Denn mit anderen Worten wird damit gesagt, gewonnene Erkenntnisse und Einsichten führen zum Umdenken. So ist es zum Beispiel nicht mehr opportun, Münzer als Außenseiter abzutun, als Randfigur zu verstehen und im Spektrum der reformatorischen Bewegung verkörpert er nicht einen Irrweg, sondern eine Alternative. Eine solche Sicht hat sich allerdings längst noch nicht durchgesetzt. Zweitens, diese neue Sicht wurde möglich, indem Münzer als Prediger und Seelsorger respektiert und sein Handeln strikt aus seinen theologischen Positionen erklärt wurde. Das bedeutete für die marxistische Forschung, säkularisierende und rationalistische Sichten zu überwinden. Die Früchte dieses Bemühens kamen in den 80er Jahren zum Tragen. Drittens, die Differenz zwischen marxistischer und kirchengeschichtlich-theologischer Forschung wurde manchmal auf den Nenner gebracht. Die einen hätten sich auf das soziale Umfeld Münzers und damit auf die Voraussetzungen für dessen Werk konzentriert, während die anderen sich dem Theologen und seiner Lehre zuwandten. Damit wird zwar eine Tendenz angezeigt, aber apodiktisch lassen sich die Tätigkeitsfelder sich so nicht trennen. Viertens, die lange Zeit anhaltende konfrontative Sicht ergab sich primär aus unterschiedlichen weltanschaulich-politischen Positionen. Erst als das Verhältnis beider deutscher Staaten zueinander sich normalisierte, wurde auch der wissenschaftliche Dialog möglich, in dem der Standpunkt des jeweils anderen respektiert wurde. So wurde eine Annäherung bei verschiedenen Sachthemen möglich. Fünftens, in Frage gestellt wurde zum Beispiel die Auffassung, Münzer als Sprachrohr einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht oder gar plebejischer Kräfte zu interpretieren. Zu bedenken ist aber auch die Tatsache, dass sein Lebens-, Erfahrungs- und Wirkungsraum übrigens städtische Gesellschaften waren. Und das spricht natürlich auch gegen die verbreitete und immer wiederholte nicht existierende Tatsache, einen Bauernführer vor sich zu haben. Den letzten Punkt, den ich nennen will, Münzers Ort in dem vorgestellten Revolutionskonzept ist exzeptionell. Wenn einer frühen Form bürgerlicher Revolution die Rede ist, kann nicht, wie auch in anderen Revolutionen, jeder Akteur in deren sozialen Spektrum verortet werden. Münzers Denken und Handeln war auf ein Reich Gottes gerichtet. Konkret hieß das, dass Gott dafür seine Werkzeuge brauchte und das waren nach Münzers Vorstellung die Auserwählten, sprich die Menschen aus dem gemeinen Volk, die zur Vollziehung des göttlichen Willens bereit waren. Was Münzer erwartete, wurde nicht eingelöst, aber er hatte eine Idee in die Welt gesetzt, die unabgegolten blieb. Sein Wollen belegt im Sinne Blochs das Noch-Nicht-Sein, eine nicht realisierte Möglichkeit der Geschichte, weil die realhistorischen Bedingungen dafür nicht gegeben waren. Wenn man fragt, was bleibt, und das war ja das Interesse auch von Herrn Guggenheimer an der Sache, dann würde ich sagen, man kann sicher auf vieles aufmerksam machen, ich will nur zwei Aspekte nennen. Erstens, Münzer weist uns darauf hin, nicht nur er, aber er auch, dass es in der Geschichte immer Alternativen gegeben hat. Und Sie wissen, wie Politiker dieses Thema heute beantworten. Es gibt keine Alternativen, sagen zumindest die meisten. Also, was wären heute Alternativen? Das wäre die Frage, die übrig bleibt und die als nicht abgegolten gelten werden kann. Und das Zweite, was ich betonen möchte, ist, es wird ja heute genauso gut gesagt,
Politik ist real und lebt nicht von Visionen. Aber kann eine Gesellschaft ohne Visionen leben? Die Frage ist ebenfalls offen. Ich kenne gegenwärtig keinen Politiker, also der aktiv im Spiel ist, der uns sagt, was er für eine Vision von einer künftigen Gesellschaft hat. Aber muss man die Frage nicht beantworten, um Menschen auch einen Weg zu zeigen, der nicht nur deutlich macht, dass sie in Krisenzeiten leben, sondern dass sie auch eine Perspektive haben können, wenn die Bedingungen sich ändern. Das sind meines Erachtens nur zwei der Gesichtspunkte, die man ins Gespräch bringen kann, wenn man von diesem Thema ausgeht. Danke sehr.